Heute machen wir mal wieder einen Abstecher nach Norden mit dem J.P. Wisers. Ein kanadischer Whisky, den es für wenig Geld schon in dem einen oder anderen Supermarkt auch gibt, der aber durch zwei Eigenschaften sich etwas abhebt von vergleichbaren Canadian Whiskys. Beide sind auf dem Etikett vorne vermerkt. Mehr dazu und natürlich die Verkostung gleich. Hallo zusammen, willkommen bei The Bourbon Diaries. Ohne Bourbon, Canadian Whisky. J.P. Wisers, ein Canadian Blended Whisky mit 40% Alkohol. Das klingt jetzt erstmal nicht sonderlich auffällig, so sind sie häufig. Aber eine große 10 ist drauf. Also ist er mindestens 10, also die jüngste Komponente hier drin ist 10 Jahre alt. Soweit ich weiß, wird das in Kanada genauso gehandhabt wie zum Beispiel auch in den USA oder Schottland, dass eben der jüngste verwendete Whisky draufstehen muss, also durchaus beachtlich, mindestens 10 Jahre. Und dann haben wir hier noch den Begriff Triple Barrel. Steht auch direkt hier drunter, was das bedeutet, nämlich, dass er in frischer Eiche gereift wurde, in alten Bourbonfässern und in alten Canadian Whiskyfässern. Die alten Canadian Whisky Fässer sind dann sicherlich XX Bourbon Fässer. Also dann, es war Bourbon drin, dann Canadian, dann nochmal der hier. Ja, also dreifache Fassauswahl. Was kann man noch sagen? J.P. Wiser, der Name geht zurück auf einen John Philip Wiser, ein gebürtiger US-Amerikaner, der 1857, das Datum haben wir auch drauf, nach Kanada umzog, um in der Destillerie seines Onkels als Manager zu arbeiten. Dort hat er dann eben schon in diesem Jahr die Marke J.P. Wiser ins Leben gerufen und auch schon kurze Zeit später die Destille aufgekauft und ja, war dann eben der Chef da. Legen wir gleich los. 40% Alkohol, wie gesagt, und mit Farbstoff steht hinten drauf. Süß. Assoziation, die ich jetzt gerade habe und die ich eigentlich immer habe, wenn ich an dem rieche, ist Melasse, Zuckerrohr. Erinnert mich an einen relativ leichten, aber deutlich süßen Rum. Irgendwas Würziges auch noch dabei. Oh, ein bisschen Frucht zieht jetzt auch in die Nase, habe ich gar nicht so oft bei dem, aber ein bisschen so Sommerfrüchte. Aber ja, süße Melasse und ein bisschen was würzig Roggiges, würde ich mal sagen. Nicht hochkomplex, aber schon einladend und hebt sich irgendwie auch ab von dem, was man so als von einem einfachen Canadian Blend so erwarten würde. Cheers. Schmeckt sauber. Macht das Sinn? Ich erkläre später, was ich damit meine, aber irgendwie so ein sauberer, relativ klarer Geschmack. Wir haben Karamell. Also für einen Rum würde man ihn jetzt nicht mehr halten, das war in der Nase etwas stärker. Aber süß nach wie vor. Karamell, bisschen was Kräftiges, Würziges, Pfeffer, Nelken, kommt sicher vom Roggen,
ist da so im Hintergrund. Leichte Bitterkeit zum Abgang hin, aber geschmeidig, also nicht unangenehm. Vanille meine ich eben auch gehabt zu haben. Ich gucke nochmal nach. Ja, so eine seichte Vanille. Diese Rummigkeit meldet sich auch so in so einer Trockenobst, also vielleicht so Rumrosinen, so solche Noten. Die 10 Jahre, die er mindestens hinter sich hat, in den erwähnten 3 Fasstypen, also frische Eiche, Ex-Bourbon, Ex-Canadian, verleihen ihm jetzt nicht so eine markante Eichennote, wie man es von einem 10-jährigen Bourbon aus frischer, ausgebrannter Weißeiche erwarten würde. Das nicht, aber ich denke schon, dass das der Faktor ist, der ihn abhebt von vergleichbaren, sehr einfachen Canadian Blended Whiskies. Also hat schon mehr Fülle, hat schon mehr drin. Näher am Bourbon könnte man, also man würde es jetzt nicht für einen Bourbon halten, darum geht es ja auch nicht, wir haben jetzt hier einen Canadian Whisky, aber ich sage einfach mal, ein bisschen näher am Bourbon ist das von der Grundausrichtung schon. Ja, sauber, habe ich vorhin gesagt. Irgendwie sind die Geschmäcker auch klarer als bei vergleichbaren Canadians. Da habe ich das nämlich manchmal, dass es ist ja so, den besten Ruf haben sie nicht. Und das ist auch zu einem gewissen Teil begründet, wie ich finde. Man hat bei so einem einfachen Canadian Blend manchmal, ich finde, einen sehr, sehr schwachen Grundkörper. So was süßlich Nichtssagendes. Bisschen was Roggiges und manchmal auch so eine Nebennote von nicht so gutem Alkohol, von so ein bisschen was Fuseliges. Ich will nicht sagen, als wenn da jetzt Wodka drin wäre, nein, aber so ein bisschen was Unschönes mit dabei, und das ist hier halt gar nicht, und das meine ich mit sauber. Also wirkt irgendwie mehr wie so ein runder Whisky schon. Was den Ruf von kanadischem Blend angeht, liegt natürlich auch an der Produktionsweise und den vergleichsweise laxen Whisky-Regeln in Kanada. Also die ganze Machart ist ja so, dass man eben so einen relativ geschmacklosen Grundsprit hat. Das ist zwar kein Neutralalkohol, das ist auch richtiger Whisky, aber der wird ja mit einem würzigen Roggenwhisky so auf einen trinkbares Niveau hochgewürzt, könnte man sagen. Ganz andere Machart als beispielsweise beim Bourbon. Auch was die Zusätze angeht, ist das ja alles ziemlich lax. Also bis zu 9,09% hier drin können in sowas können Zusätze sein. Das klingt jetzt natürlich auch nicht so gut. Also vom Farbstoff bis hin zu Fruchtsäften oder anderen Spirituosen. Wenn euch das näher interessiert, übrigens, wir haben mal ein Video gemacht über die verschiedenen Whisky-Sorten. Könnt ihr euch auch gern ansehen. Ja, aber zurück zu dem, was wir hier auf dem Tisch haben. Ja, vorne eher süß, nach hinten hin wird es dann ein bisschen roggiger, würziger, pfeffriger. Abgang. Nicht allzu markant. Geschmack verflüchtigt sich relativ schnell. Es bleibt ein Gefühl von einer gewissen Trockenwürze. Die bleibt, die ist immer noch da. Also, ja. Ich habe ihn in einem Supermarkt gekauft. Da sieht man ihn hin und wieder. Für 15, 16 Euro. Online habe ich ihn schon ab 12, 13, also unter 13 Euro. Gesehen für eine 07 Flasche, und also das ist schon nicht übel.
dass, also man wird nicht umgehauen von irgendwas und beeindruckt, aber er schlägt sich gut, so gerade im Vergleich mit vergleichbaren Canadian Blends und auch schon mit, ich meine, was für ein Bourbon gibt es denn für 13 Euro? Das ist auch, da ist die Auswahl dann auch nicht so groß. Von daher kann man machen. Ich denke, gerade wenn man sich Canadian Whisky nähern möchte, sollte man vielleicht zuerst zu sowas hier greifen. Denn, das sei nochmal gesagt, für einen Canadian Blend dieser Kategorie, also dieser Preis- und Verfügbarkeitskategorie, bietet er schon recht viel. Also könnt mir auch vorstellen, dass manche ihn gerne zum Mixen verwenden. Das habe ich noch nie gemacht. Kann also nicht sagen, ob die Noten gut in einem Old Fashioned durchkommen oder nicht. Weiß ich nicht. Müsste man mal ausprobieren. Aber ja. Kann man zugreifen, wenn man einen günstigen, ganz guten kanadischen Whisky probieren möchte. Ja, wie immer genehmige ich mir das jetzt noch in Ruhe. Freue mich, dass ihr hier wart. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert, sofern ihr es noch nicht getan habt. Und sage bis zum nächsten Mal bei The Bourbon Diaries.